Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ich würde gerne mir mal. Moment, mal eine Übersicht erschaffen, wie weit wir überhaupt hier sind. So, nebenbei gerade. Deswegen mache ich mit dem Handy, wenn das möglich ist. Wenn ich das darf, darf ich nicht. So, das heißt. Okay, wir dürfen. Kann ich hier mal noch mal einen Synchrofunk machen, setzen? Nee, kann ich nicht, ne? Aua. Ja, another drunk, irgendwas. Ich muss mal kurz so einen Schnellreisepunkt setzen, weil ich muss nur mal ganz kurz eben einen Überblick verschaffen, wie weit wir überhaupt sind. Gut, hab's. Wir haben noch 11 Truhen. 3 Notenblätter und 4 Animus-Fragmente, bevor wir da in Nassau durch sind. Das erste Notenblatt befindet sich hier vorne. Das heißt, wir werden jetzt hier schauen, bis ein bisschen aufklären. Also hier sind einige Sachen zu finden. Hier ist noch eine Kiste, da ist eine Kiste, da ist ein Animus-Fragment, da ist ein Shanty. Also Step by Step. Wir werden jetzt gucken, dass wir hier diese Shanty noch kriegen. Ich sehe es auch schon. So, warte mal. So, hoffe ich, dass ich da rankomme jetzt so schnell. Jawohl, hab's. Dann war das jetzt Nummer 3. Nummer 3. Truhe. Ne, hier ist so Truhe doch. Die nehmen wir noch vorher mit. So, Shanty Nummer 3. Ach, einer der bekanntesten Shantys überhaupt. Der Drunken Sailor. Der ist ja vor ein. Der ist ja vor einiger Zeit nochmal neu aufgenommen worden. Und zwar von Nathan Evans, der auch den Weatherman gemacht hat. Der hat auch unter anderem den Drunken Sailor auf seinem Album drauf. Ich habe ihn auch schon gehört. Und ich feiere diese Songs teilweise sowas von. Und der passt halt irgendwo dazu. Na gut. Okay, dann machen wir weiter mit der Kiste hier. Dass wir die auch haben. Ihr macht ein bisschen Mucke. Alles klar. Ja, mal gucken, was wir heute tatsächlich sogar hinbekommen. Tatsächlich alle. Moment, ich guck grad. Hier. Ja, heute, was wir vielleicht auch heute hinbekommen. Vielleicht kriegen wir heute zumindest die Notenblätter und die Animus-Fragmente weg. Und dann müssen wir nur noch die Truhen Step by Step einsammeln. Und ich vermute, dass wir vielleicht in der nächsten, maximal übernächsten Folge mit der Mission weitermachen. Nächste Mission. Nächste Aufgabe. Da müssen wir nämlich hin. Aber mal schauen, wie gesagt. Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwo so in die Richtung könnte es funktionieren. So, die Kiste ist da vorne. Und zwar ist sie da drin. Oder? Ist das richtig? Ja, da kommen wir rein. Dann ist sie nämlich hier unten. Nummer 5, noch 7 fehlen. Ja, wie gesagt, eventuell kriegen wir es heute komplett hin. So, ich guck mal, ich stelle mal Wecker da hoch, dass ich dann ungefähr weiß, wie weit ich angefangen. Ich habe gerade auf dem Schirm gehabt, wie viel angefangen habe. Aber irgendwann sowas um 20 Minuten. Vielleicht auch einen Tick mehr. Sorry, Leute, ich feiere dieses Game einfach extrem und deswegen möchte ich es so gerne. Nee, auf 100% werden wir es eh nicht spielen. Das ist klar. Aber ich möchte so viel mitnehmen, wie es irgendwie möglich ist. Und das, wie es irgendwie dazugehört. Wir sind ein sehr gründlicher Pirat. Wir werden auf jeden Fall was mitnehmen. So, nächste Truhe, 16. Noch 6.
jetzt hat sich das Fallesgewicht schon wieder gedreht. Jetzt ist das hier auf der Seite. Aber wie gesagt, da sind wir ja schon durch. Das haben wir ja alle schon gemacht. So, gucken wir mal gerade kurz. Wir sind jetzt hier oben. Wir werden jetzt hier schauen, dass wir hier das Shanty mitnehmen. Und dann bei den Shantys zumindest nur noch auf einen haben. So. Das ist nämlich das eine Shanty, was aus der letzten Folge war das. Und die Zelt abgehauen ist. Da ist es. Ist es auch nicht da gewesen. Jawohl, wir haben es. Nummer 4. So, fehlt es noch eins. Welches ist es überhaupt diesmal? Okay, jetzt sagt er gerade Licht an. Gut. Dann geht das hier weiter mit dem Animus-Fragment. Da fehlen uns jetzt noch 3. 4. Tatsächlich sogar. Wir nehmen alles mit, was irgendwie zu machen ist. Und ich feiere tatsächlich diese Story-Games, genauso wie ich es damals bei Uncharted gemacht habe, feiere ich mittlerweile Assassin's Creed Black Flag. Ich habe einmal versucht aufzunehmen damals, da war ich noch nicht so drin mit dem Spiel und hatte es noch nicht so Bock drauf. Mittlerweile feiere ich dieses Game sowas von extrem und deswegen werden wir es heute auch machen. Wenn wir es jetzt hochbringen. So, jetzt gucken gerade, dass da... Ich muss gerade gucken, wo ich da hoch. Kann ich da nicht hochklettern? Doch, kann ich. So, nehmen wir 10. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass wir heute tatsächlich es schaffen, die Vorbereitung komplett abzuschließen. Das heißt, hier ist eine Truhe, da ist ein Shanty, da ist ein Fragment und da ist eine Truhe. Das heißt, diese Ecke hier möchte ich jetzt gerne anfangen, frei zu machen. Und deswegen tun wir das jetzt auch. Unter uns in der Truhe ist immer gut. So, die ist hier hinter. Nächste. Shanty. Der letzte, bitte. Der letzte, bitte. Den hatten wir schon mal, ne? Oh, ein Animus-Fragment nebenbei mitgenommen. Scheiße! Ich will diese scheiß Shanty haben. So, okay. Dann ist das jetzt eh wurscht erstmal. Da vorne wäre noch eine Möglichkeit, eine Kiste zu sammeln. Ist das Treibgut? Alles klar. Das ist jetzt nichts unbedingt Wichtiges. Das heißt, wir werden uns hier die Kiste gönnen. Die steht da oben. Und zwar hier. Nummer 18. 4 Truhen fehlen uns noch. Dann haben wir sie. Ein Notenblatt. 4 Truhen noch. Ach, was ist das Kiste da? Okay, wo haben wir denn hier unten noch was? Also hier kommen wir noch gar nicht raus. Da ist Ende der Map auf jeden Fall irgendwie. Da oben ist noch eine. Da oben ist noch eine. Auf der Insel ist noch was. Okay, das fehlen uns noch die 3. Das heißt, wir machen das jetzt als erstes auf jeden Fall. Hinten scheint die Insel zu sein, wo noch was ist, auf jeden Fall, aber
Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir alles schon hin. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch hinbekommen. Aber wir versuchen es. Vielleicht. Warte mal. Da ist die Kiste. Drei noch. Das heißt, wir werden jetzt dann da weitermachen. Die zwei Sachen da holen. Okay. Ist das auf dem Schiff? Tatsächlich. Die eine ist da oben auf der Mastspitze, ne? Ja, wohl. Das ist tatsächlich so. Die Sachen sind auf dem Schiff. Warte mal. Das sind keine Feinde. Nächste Kiste. Dann gehen wir da auch jetzt hoch. Wenn euch das übrigens zu eintönig wird, mit dem ganzen... Mit den ganzen Eroberungen und alles drum und dran, also Kisten sammeln, Animus-Fragmente sammeln, Shanties hinterherjagen und, aber dann müsst ihr es halt irgendwie skippen. Wie gesagt, ich vermute, dass wir es tatsächlich sogar auf der nächsten Folge schon mit den neuen Missionen schaffen. Aber allerspätestens auf der übernächsten Folge. So. Geh drin, geschafft. Eine absurde Herausforderung, eine Höhe von 45 Metern ins Wasser springen. Das haben wir doch ohne Probleme geschafft. Gut. So, ich würde gerne den Shanty sammeln hier. Das wäre natürlich genial, wenn wir das hätten. Aber dann hätten... Haben wir denn noch den Rest eigentlich, mehr oder weniger? Oder sind wir durch? Bin ich jetzt blöd? Sind wir tatsächlich durch mit dem allem? Bis auf den Shanty? So spontan würde ich sagen, ja. Aber scheinbar haben wir alles. Das wäre doch zu krass. Das wäre schon zu heftig, wenn wir das durch hätten. Also ich glaube, wir könnten. Es könnte. Ne, zwei Truhen, ein Notenblatt und ein Animus-Fragment fehlen uns noch. Oh, das Krokodil habe ich nicht gesehen. Ich habe das Ding ausgespielt. Wir haben alle Shanties. So, okay, es fehlt noch. Wo haben wir denn den Rest? Ich habe gerade das System ausgespielt. Ich wusste, dass irgendwo, dass die da. Es war ja klar, dass es ja dahin geht. Aber wo haben wir den letzten? Da ist doch die Kiste. Aber wo ist das Fragment? So, dann gehen wir dahin und machen uns kurz den Überblick, was uns jetzt noch fehlt. Es müsste ein Fragment und ein paar Kisten sein. Es müsste jetzt nicht mehr viel sein. So, haben wir. Schnell gemacht, das Foto. Zwei Truhen und ein Animus-Fragment, ja.
So, jetzt holen wir uns die Truhe hier. Wir werden es heute hoffentlich durchziehen, wenn ich jetzt finde. Die Sachen. Noch eine Truhe. Okay, ich dachte, der hätte vielleicht irgendwie eine Schatzkarte für uns, hat er nicht. Aber jetzt die große Frage. Wo befinden sich die letzte Truhe und das letzte Animus-Fragment? Wo befinden sich die letzte Truhe und das letzte Animus-Fragment? Hier oben in dem Gebiet drin. Nee, das kann nicht sein. Nee, ich find's nicht. Ich hab doch alles abgeklappt, hat jetzt gerade mehr oder weniger. Truhe und ein Animus-Fragment. Warum war das? Wo könnten die sein? Ach, warte mal. Natürlich. Da ist doch ein Animus-Fragment. Ah, da ist noch ein Animus-Fragment und vermutlich ist da die Truhe auch daneben. Da sind die nämlich verdeckt von der Hauptmission und die möchte ich ja noch nicht jetzt machen. Die machen wir dann in der nächsten Folge. So, gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Hauptmission, aber wie gesagt, ich vermute, dass da irgendwo die... Da ist oben das Animus-Fragment. Ja, sehe ich. So, Thema Truhe. Wo befindet sich die blöde Truhe jetzt? Wo befindet sich die blöde Truhe? Die ist bestimmt irgendwo verdeckt. Die ist bestimmt irgendwo verdeckt. Aber wo? Zur Hölle. Wo befindet sich diese scheiß letzte Truhe? Wo befindet sich diese... Hier ist ein Kaninchen. Warte mal. Möchte ich jetzt gerade noch nicht machen. Leute. Ich sehe aber auch nichts. Das ist sicherlich kein Bug, oder? Bestimmt irgendwo, ich sage nur, die ist da bestimmt irgendwo versteckt. Die ist bestimmt irgendwo verdeckt, ich sehe sie nämlich nicht. Warte mal. Da oben ist die. Die ist mir einfach nur durchgegangen, die Truhe. Die ist mir einfach nur durchgegangen, die Truhe. Ja, alles klar, gut zu wissen. Weiß ich das. Gut, dann habe ich das. Und dann haben wir die auch erledigt, die Sachen. Und dann kommen wir in der nächsten Mission, in der nächsten Folge. Oh, Entschuldigung, ich war weg hier. Hat doch funktioniert. Wir wollten das, was wir haben wollten. Wir sind nämlich raus aus der Nummer. Ja. Gut, okay, dann ist die einfach nur komplett übersehen worden. Und dann sind wir bei ca. 20 Minütchen und haben tatsächlich es auf die Reihe. Ich hole kurz das Reibgut hier und dann gehen wir zur Truhe. Und dann haben wir es erledigt. Und dann machen wir weiter in der nächsten Folge und holen uns die machen die Hauptmission. Dann geht es nämlich weiter mit Wir stellen ein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt so lange noch dran sitze. Aber gut, okay. Das ist ein bisschen was zu tun gewesen. Aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Es wird sich immer lohnen. Und wir werden jedes Gebiet, sobald es irgendwie möglich ist, erkunden.
Nassau erobert. Bam, Junge. Nummer 22. Wir haben Nassau abgearbeitet. Wir haben Havanna komplett abgearbeitet. Wir haben Nassau abgearbeitet. Die Stadt ist mehr oder weniger jetzt komplett erkundet. So, ich mache mich jetzt rüber zu der Hauptmission und in der nächsten Folge machen wir so. Damit wir nämlich auch mal weitere Upgrades für die Jackdaw kaufen können. Das ist eigentlich der Gedanke dann irgendwann mal dahinter. Jetzt machen wir nämlich Step by Step die ganzen Aufträge, die Hauptmission. Und, ja. Wie gesagt, ihr müsst eigentlich quasi dann jetzt nur bis zur nächsten Folge skippen. So, jetzt gehe ich hier hoch. Und hören uns jetzt hier schön die Shanties an. Moin! Geh mal da weg. Entschuldigung! Entschuldigung, das war keine Absicht! Entschuldigung, das war echt keine Absicht! Entschuldigung! So, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Sequenz Nummer 3. Wir stellen ein. Bis dahin. Tschüss!